Enteignung. Das sind doch Vokabeln, die man im Moment auch von einer ganz anderen Gruppierung hört. Und die ist möglicherweise weit mächtiger, weil sie nämlich ganz oben an der Spitze steht. Der Verfassungsschutz jedenfalls ist gewarnt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln. Hier hat jetzt eine neue Abteilung ihre Arbeit begonnen. Ihr Aufklärungsziel, eine verfassungsfeindliche Gruppe im Zentrum der Macht. 25 Mitarbeiter sammeln Indizien und Beweise. Wir treffen uns mit ihrem Abteilungsleiter, der die Anführerin seit Jahren im Visier hat. Ihr Name? Angela Merkel. Sie will Banken verstaatlichen, Aktionäre enteignen. Wir leben in einem Staat, wo das Eigentum geschützt ist. Das ist ein zentrales Prinzip unserer Verfassung. Frau Merkel und ihre Mitstreiter sind dabei, dieses Prinzip einfach außer Kraft zu setzen. Sie fangen an und diskutieren über die Verstaatlichung von Banken. Und wir haben Hinweise, dass es dabei längst nicht stehen bleiben soll. Die Wurzeln der Verfassungsfeindin. Ihre Zeit in der FDJ, Honeckers Jugendorganisation. Damals Sekretärin für Agitation und Propaganda. Heute behauptet sie, sie habe doch nur, so wörtlich, Theaterkarten besorgt. Nicht mehr lange und wir haben eine Verstaatlichung wie zu DDR-Zeiten. Ich kann Ihnen hier mal zeigen, selbst ein doch als seriös bekanntes Blatt wie das Handelsblatt sagt eindeutig, der Bund, sprich Angela Merkel, treibt die Verstaatlichung voran. Unverhohlen propagiert Merkel verfassungsfeindliche Absichten. Der Staat muss dort mit voller Kraft eingreifen, wo die Volkswirtschaft als Ganzes und das gesamte gesellschaftliche Leben unseres Landes in Gefahr geraten. Abteilungsleiter Gräber weiß, Banken sind für die Merkel-Gruppe nur der Anfang. Jetzt soll es auch anderen an den Kragen gehen. So will es die Union, angestiftet durch Merkels Einflussagenten Michael Gloß. Wir haben mit unserem Dienstvorgesetzten Herrn Schäuble, dem Innenminister, besprochen, dass wir schnellstmöglich alle Beweise zusammentragen müssen, dass diese verfassungsfeindliche Gruppe um Frau Dr. Merkel schnellstmöglich auch verboten gehört. Das Ziel, mächtige Verfassungsfeinde ausschalten. Tja, war das jetzt real oder war es Satire? Oder war es Real-Satire? Ich sag mal so, es war viel Satire dabei, aber die Basis ist ziemlich real.